So, ich glaube, wir müssen genau hier bereit drücken. So, Robin, mach mal hier Ansage. Machst du? Mach Ansage. Nissan GTR. Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Ben Dieken. Ja, und nach viel Heckmeck hier haben wir uns jetzt wieder für ein privates Rennen entschieden, weil das läuft so mit ganz vielen Leuten noch nicht. Aber ja, es liegt wahrscheinlich im Arbeitsspeicher. Aber es ist ein anderes Thema. Genau. Wir fahren jetzt S-Klasse. Dieken hat einen Nissan GT-R, wie ihr seht, 95er Baujahr, hochgetunt. Und ich habe den neuen NSX. Ja, 773 Leistungspunkte. Und dann wollen wir doch mal sehen, was dabei rauskommt. Zeig mal, löse ich an. Schade. Zwei Runden Nordschleife. Wollte ich euch zeigen. Alles klar, es geht los. Genau, auf los geht's los. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der NSX vielleicht sogar schon Hybrid ist, weil er so viel Drehmoment hat. Kann durchaus sein, ja. Ja. Ja, meine lieben Freunde, der hat mehr Drehmoment als eine Dodge Viper. Das soll was heißen. Ja, mehr Drehmoment wie ein Nissan. Ja. Ja, geht los. Gut, meiner ist dafür ein Ticken leichter, aber das hat erstmal nichts zu sagen. Oh, es ruckelt wieder. Ich hätte das Spiel neu starten müssen. Ja. Echt? Ja, der Arbeitsspeicher ist wieder voll. Das, da hilft nur ein Spielneustart. Ich teste es nochmal. Da musst du immer wieder das Spiel neu starten, damit der Arbeitsspeicher wieder leer ist. Ja, du bist gerade, keine Ahnung, 100 Meter zurückgespawnt. Schon wieder. Naja, schon wieder. Das ist einfach so. Das können wir auch vergessen jetzt. Das wird so nichts. Da muss ich das Spiel neu starten, 2 Minuten warten, wieder neu starten und dann rein und dann geht das wieder. Arbeitsspeicher ist voll. Das hätte das andere Rennen auch funktioniert. Da muss man nach jedem Rennen das Spiel neu starten. Dann hätte ich vorhin auch noch Suzuka mitfahren können. Ja. Gut, dann kann ich mir jetzt auch ein Bier auf den Tisch stellen. Ja, das sind alles so eine Sachen, die man auf dem PC lernen muss. Geht ja alles nicht so leicht wie auf der Konsole. So. Warte mal. Ja. War das nicht bei Horizon? Ja, bei Horizon war das noch schlimmer. Bei Horizon war es noch schlimmer. Ja, wenn du eine halbe Stunde gefahren bist, ging das immer los, das Geruckel. Dann musst du immer wieder raus. Und das ist hier bei dem Spiel genau dasselbe. Da haben sie nichts gelernt oder ändern können. Ich weiß ja nicht, wie kompliziert sowas ist. Aber. Na gut. Er startet gerade neu und sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. So, jetzt sind wir wieder zurück. Versuch Nummer 2. Beim Robin Hood hat es ein bisschen gelalalackt. Und ja, habt ihr mitgekriegt. Oh, ich hoffe, dass es jetzt alles passt, wie es sein soll. So, aber das sollte jetzt alles funktionieren. Man hofft's, ne? Wir fahren beide Allrad. Yep. Dieken fährt den Nissan GT-R Baujahr 95, auch mit, ja sowieso mit Allrad, und aber getuned. Meiner ist ungetuned. Genau, ich muss ja auch mithalten können. Oh, und da wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Dieken ist bereit. Yep. Ja, der hat auch getankt. Aufgetankt. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Wir wollen ja nur unseren Spaß haben. Aufgetankt, ja. Aufgetankt. Nicht nur das Auto aufgetankt. Nö. So. Beruhigungsmittel, ne? Klassisches Beruhigungsmittel. Ja. Nein, meine Lieben, das macht natürlich nicht. Schön, ne? Nein. Meine lieben Freunde.
So, geht schon los. Alles klar. Hoffentlich ruckelfrei. Doch, das war schon. Oh, vergessen die Scheiben. So, das ist jetzt hier ein bisschen schneller, meine lieben Freunde. Je schneller man auf dem Nordschleife fährt. Oh, 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 oh. Wie schwieriger wird das? So, wir müssen ein bisschen vorfahren hier. Der Wagen ist schon ganz schön böse. Nicht zu unterschätzen. Nee, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Er hat auf jeden Fall einen schnelleren Einzug. Also war es vom Start her, bist du ein bisschen besser weggekommen wie ich. War es schneller in der Kurve drin. Bösen Turbo drin. Sieht einer. So ein NSX hat es letzten 30 Jahre noch nicht gegeben. Ja, läuft schön butterweich jetzt. Einfach das Spiel neu starten. Dann läuft das auch 8 GB ran. Ich mache es. Gute Michael. Ja, der ist hecklastig. Mittelmotor, meine lieben Freunde. Der Allrad-Mittelmotor ist natürlich genial. Einfach so viel Drehmoment. Kannst du auch Tiefluft holen. Aber der wiegt 1,7 Tonnen. Ja, meiner 1,6. Ja. Und ist nicht ganz so windschnittig. Originalbereifung drauf. Ach so, okay. Getunte Autos sind nicht so schnell wie getunte. Das ist einfach so. Dieser hier ist ungetunt. Ja, 1,7 Tonnen, das ist schon eine Masse. Oh, 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 Dreher. Ei, ei, ei. Oh. Warte mal. Abgehoben. Wartest du auf mich? Ja. Ja, klar. Der ist sehr schwer zu fahren. Sehr schwer zu fahren. Den muss ich mir erstmal eine Runde gewöhnen. Der Allrad mit Mittelmotor, das ist äußerst selten. Der ist sehr hecklastig für einen Allradwagen. Das ist eigentlich nicht normal. Aber die Japaner bauen krasse Autos. Natur wird ja für Amerika gebaut. Hm. Alter Schwede. Boah, du musst ja echt dein Grad festhalten. Dann können wir direkt reinbeißen am besten. Reinbeißen, ja. Alter, der hat eine Beschleunigung. Wahnsinn. Thank you.
in der Drehzahl bekommt, dann wird er böse. Ja, da habe ich auch wieder? Ganz. Ja, ja. Echt einen Driftbruch drin gehabt beim Ausgang. Ja, da brauche ich mindestens eine Runde, um mich an den Wagen zu gewöhnen. Der ist nämlich echt ein Monster. Echt? Dreher? Ja, auf einmal, das Heck ist manchmal, auf einmal haut er einfach mit dem Heck ab. Ich hatte aufgelegen und, ja, haut das Heck hinten ab. Ist mir schon dreimal passiert. Das nebelt, Alter. Ja, aber Vollgas geben dann. Nee, nee, ich hab dann einfach Vollgas gegeben, kurz vor dem Ausgang. So. Ich glaube, der liegt ein bisschen tief. Aber für Nordschleife sollte man den Wagen immer ein bisschen höher legen und nicht zu tief, weil vor allem die Curbs, wie ihr seht. Ja, ich versuche die nur zu meiden. Ja, Curbs musst du hier meiden. Mit einem Presser kannst du ruhig mal raufgehen, aber so einem jetzt hier, der liegt so tief. Kurve. Hey! Ach, abgefangen. Ich konnte meine noch abfangen. Ja. Ne? Yeah. Das müsst ihr wissen, meine lieben Freunde, das ist. Hoppala! Ja, wieder ein Dreher. Nicht ganz, aber das ist ohne Stabilitätskontrolle, ohne Traktion. Genau. Traktion ist eigentlich nicht das Problem. Nur ABS an. Es ist die Stabilität und in dem Wagen gibt es eine Stabilitätskontrolle. Da haben wir in anderen Let's Plays schon ein bisschen was drüber gesprochen. Andere Leute fahren ja auch immer mit Stabilitätskontrolle. Dann habe ich natürlich auch keine Probleme, das ist klar, aber diese Autos haben auch nicht umsonst eine Stabilitätskontrolle. Das ist nämlich schon ein böser Wagen. Oh. Leicht aufs Gras gekommen. Auf der Grat müsste ich eigentlich bekommen. Mit Windschatten bestimmt, ja. Ah, oh, du verschall bitte. Weil deine ist ja wirklich noch ziemlich eckig. Er ist ja viel windschnittiger. Was der hier auf der Geraden schafft. Der Gang. Ich bin noch im 6. Ich hab gar keinen 7. 300 habe ich. Ich glaube, der hat sogar 8 Gänge oder so, aber. So 280 gleich. Nee, komm nicht ran. Ab jetzt 320 fast. Naja, jetzt muss ich auch gute Autos sind einfach stärker, deswegen komme ich auch nicht hinterher. Das ist
war ja schon 10 Jahre Forster, meine lieben Freunde. Und wenn ich mein Auto selber tun kann, dann fasse ich das schon für die Nordschleife an. Hoppala! Gerade noch eingefangen, das Heck. Ja, da hab ich auch ein bisschen gerödelt im Ausgang. Das wusste ich ja vorher vom Rennen schon, dass getunte Autos generell stärker sind als ungetunte. Dann schon die Reifenmischung, die macht eine Menge aus. Ja, mal los. Jetzt versuche ich mal ein bisschen hinten dran zu bleiben. Hey, du bist klar im Vorteil. Ja, jetzt habe ich auch Windschatten, wenn ich nah genug dran bin. Das ist. Aber im nächsten Let's Play, wie gesagt, meine lieben Freunde, tune ich mir auch mal für die S-Klasse hier ein Auto auf. Auch ein Allradwagen. Man kann sich dicken wieder warm anziehen. Ja, man merkt, guck, hier geht einer ab. Da habe ich. Komme ich nicht hinterher. Da merkst du wieder die Newtonmeter, wie die durchdrücken. Ja. Einzug. Also jetzt so hier auf kurze Sprints ist da noch weg, ne? Ja. Jetzt kenne ich den Wagen ja schon ein bisschen. Aber ich werde irgendwann nochmal das Heck verlieren, weil da liegt er wohl auf, der liegt einfach zu tief. Ah! Wieder. Naja. Ein bisschen auf dem Curb und. Naja, aber es ist ja realistisch, wie gesagt, das soll es ja auch sein und... Ja, ja, siehst du? Das habe ich mir schon gedacht, das haut so nicht hin. Aber das hatten wir schon im... Welchem Let's Play war das? Mit dem Audi. Das habe ich noch nicht hochgeladen. Mit dem S1? Ja. Den habe ich nachher auch... Nee, ich habe meinen RS2 selber getunt. Das habe ich dir ja da schon gesagt gehabt, dass wenn ich mein Auto tune, dann passt das auch für die Nordschleife. Deine Heckleuchten sind kaputt, ich weiß nicht, ob du bremst. Ja, wer bremst, verliert. Nein. Wir fahren ja auch ohne Reibungsassistenten. Ja, alles aus, ne? Lenkung normal. So wie es gehört. Lenkung auf normal. Also ich habe auch mal Ding probiert, Simulation, aber nee, musst du so schnell lenken, dass das, das kommt gar nicht mehr her. Das ist doch nicht realistisch auf Simulation. Das ist ja. Fühlt sich komisch an. Ja, und das Einzige, was an ist, ist ABS und alle anderen Fahrhilfen komplett weg. Genau. Hat man zwar auch mal einen Dreher, aber man fährt ja auch ohne alles. Mit der Stabilität und Traktion kann ich hier auch fehlerfrei über die Nordschleife fahren wie andere YouTuber, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Die Bremsen sind auch ein bisschen schwach. Passage ist ja gefährlich. Kann man hinten auch mal das Heck verlieren.
Mhm. Ja, ich dachte, die ist gefährlich, die Passage. Kurve macht ihr immer zu. So. Hier muss man viel Schwung mitnehmen. Das geht hier alles Vollgas. Die müsste ja ein bisschen lupfen. Ja. Aber deine hat ja sogar einen besseren Topspeed als meine. Und ich bin noch im Windschatten. Oh, fast touchiert. Mhm. Ah, das war aber beide zu schnell. Das Rudelverhalten. Wenn man hinterher fährt, dann macht man dieselben Fehler wie davor vorne. Das ist das Nachahmungsverhalten, ja? Gruppenzwang nennt sich das auch, ja. Ja, genau, Gruppenzwang, ja. Hier nach außen rüberkommen, das kostet Zeit, da muss man innen besser. Da kommt der schwierige Part auf der Nordschleife nach dem Karussell. Jetzt wird es anspruchsvoll. Ah, ein kleiner Ruckler. Ja, hab's gemerkt. Mhm. Kurve. Ganz gerade. Wow, wow, wow. In der zweiten Runde kam ich schon besser zurecht. Man gewöhnt sich hier, muss man viel Schwung mitnehmen. Man gut treffen hier. So. Jetzt viel Schwung auf die Döttinger Höhe. Hier die Werbung. R8 Audi Sport. Passt. Da oben ist die Badburg. Nee, wie heißt die Burg da oben? Nürburg. Nürburg. Nürburg rechts. Ach, ein Hubschrauber kriegt hier auch rum. Doch, die zweite Runde hat mir mehr Spaß gebracht. Ja. War gut. Hillstein. Losdämpfer. Mhm. So, 200. Ah, knapp 290. Ja, super. Und, ah! Runde zu Runde immer besser. Man gewöhnt sich an den Wagen.
Typ Rheinland Tower. So, vorne am Park. Nice. Nice. Jawoll. Nice. Ja, gibt's über 50.000 Kohle, oder? Mhm. Super. Na, da hat Honda aber auch echt ein Auto gebaut, so. Ja, und wir haben auch wieder ein neues Auto. Aber Honda in der Formel 1, wir kommen ja auch nicht vorwärts, ne? Der arme Fernando Alonso, da. Ja, war ein spannendes und schönes Rennen. Das ist ein KTR von 95 gegen den Acura NSX 2016 FE. Man hat auf jeden Fall zu kämpfen. Man merkt, wir haben zwar ein getuntes Fahrzeug, aber im Vergleich der NSX ist aerodynamischer. Gut, er hat ein bisschen Probleme in der Kurve. Dadurch, dass er eine Straßenreifen hat, glaube ich, ne? Straßen oder wie das denn gerne, also jedenfalls keine Rennreifen. Ja, ein bisschen weniger Grip, aber Beschleunigung geht das Ding ab wie Spitzkatze, also da kann der GTR doch ein bisschen einpacken, wie wir gemerkt haben. Ein bisschen kurvenmäßig haben wir zwar einen Vorteil gehabt, aber trotz mehr Punkte insgesamt würde ich sagen, sind die fast gleichwertig, aber der NSX sieht doch ein Tick besser. So. Achso, und im nächsten fahren wir bei der Tune der Kisten. Werden wir sehen. Und ich freue mich drauf. Ihr freut euch drauf. Ja. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Yeah. Würde ich so sagen, ne? Also, ciao, ciao.